Hallo meine Herzeln da draußen, meine Lieben. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und vor mir steht hier der Willi Weber. Der Weber will. Ja, hallo. Ja, und herzlich willkommen bei den Legend of Farmers 2. Wir sind auf einer anderen Map. Ihr seht es gerade. Sind gerade live aus dem Twitch-Livestream. Und ich habe heute immer noch den Husten, wie verrückt. Den, Herr Weber. Den was hast du? Den Husten. Ah, den Husten. Ja, Husten heißt es bei uns. Ja. Husten. Kann sagen, ob du deinen Hund dabei hast. Der heißt Husten. Nee, der heißt Houston dann. So, Houston. Herr Weber. Ja, bitte. Herzlich willkommen hier im Grünfelder Land. Ja, ich bin ja schon ein paar Tage länger hier. Ich habe das schon gemerkt. Die sind im Endeffekt alle abgehauen. Und ich war noch der Letzte. Sie haben das nicht mehr gesehen, was in Elm Creek passiert ist, oder? Nee, aber da, ich wusste das. Deswegen bin ich ja auch schon eine ganze Zeit lang eher weg gewesen aus Elm Creek. Ja. Wissen Sie noch? Ich war doch auf Schulungen. Ja, ich bin... Ah, ja. Ich bin echt... Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich bin erschüttert, was dort passiert ist. Hm. Bei Ihnen hinten am Hof war ich jetzt nicht. Aber oben beim Kai Krüger, gegenüber vom Händler, mein haben Hof Sie das hinten... schon gehört? Der Krüger was? Soll wohl den Bürgermeister machen. Ach so? Ja. Steht wohl noch aus. Ja, steht wohl noch aus, aber... Okay. Ja. Dort ist ja Mondlandschaft. Ja. Eine absolute Mondlandschaft ist ja dort passiert. Ja, heftig, oder? Überall. Haben Sie Geld gekriegt? Ich habe mein Geld gekriegt. Also Sie wissen ja, dass Sie mir noch ein bisschen Geld schulden, ne? Für was denn? Wie, für was denn? Sie schulden mir ja noch Geld. Nee. Nicht los. Das wurde ja bezahlt. Hä, nö. Ja. Aber ganz sicher. Ja, ganz sicher. Okay. Ja, kann ich ja jetzt nicht mehr nachweisen. Toll. Naja gut, es war ja so, dass wir ja hier in die Partnergemeinde gehen mussten, damit wir das Geld kriegen. Aber so ganz sauber ist. Sie schulden mir noch ein bisschen Geld. Und zwar. Ja, wegen was denn? Ja, weil sie einfach ein Feld gekauft haben, was eigentlich in Absprache mit der Stadt eigentlich meins ist. Ich habe nie irgendwo ein Feld gekauft. Ja, sicher haben die Felder gekauft. Ne. Ja klar. Ne. Hier? Ich hab in Elm Creek keine Felder gekauft. Hier? Hier? Ja. Ja, die sind mir doch zugestanden worden. Nee. Als Ausgleichsfläche nein, natürlich. Nein, das Feld 1, das wollte ich unbedingt haben. Genau. Herr Weber, ich wollte gerade noch was sagen. Was denn? Ach, wissen Sie, was eine halbe Stunde Autofahrt weg ist hier? Ja. Grunwald und Ellerbach. Aber Sie wissen, machen Sie. Ja, das aber schon. Sie wissen schon, dass Sie da nicht gern gesehen sind. Ne? Nicht, dass die Kollegen von der Polizei mich wieder anrufen und sagen, hier. In Grunwald? Ich fahre nicht nochmal nach Grunwald. Glaube ich nicht. Sehr gute Antwort. Nicht. Fahren Sie da auch nicht wieder hin. Bauen Sie sich jetzt hier was auf mit dem paar Talers, die Sie jetzt gekriegt haben. Was Alan Creed und ja, mal schauen. Und lassen Sie die Finger weg von Ketchup, ne? War ja nicht mein Ding. Ich bin ich hoffe ja, dass die ganzen alten... Also ich glaube ja immer noch, dass sie da schon noch, schon das wussten und, aber... Mm-mm. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten, da würde ich auf alles schwören. Naja, das ist ja jetzt erstmal auf anderem Blatt Papier geschrieben, ne, also... Ja, ist ja Jahre her. Ja. Ich hoffe ja, dass die ganzen... Vollpfosten, die das gemacht haben, dass die gar nicht mehr hier in der Region sind. Ich stell mal meinen Traktor aus, ja? Ja. Wissen Sie, ob die noch hier sind, irgendwie? Wer denn? Na, diese ganzen alten... Naja, Sie wissen schon. Nee? Alten was? Na, die ganzen alten, die das halt so verzapft hatten. Von was verzapft? Ja, mit den Fässern und den ganzen Scheiß. Also, wie gesagt, ich glaube ja immer noch, dass der eine gerade hier direkt vor mir steht. Ne? Also, Sie können mir sagen, was Sie wollen. Sie haben da gearbeitet. Sie sind da tagtäglich ein- und ausgegangen. Sie waren Geschäftsführer der Ketchup-Fabrik. Ich bin ja nicht tagtäglich ein- und ausgegangen. Ja, aber Sie das waren ja der Geschäftsführer da. Sie haben ja die Unterlagen der Bücher gesehen. Ja, wahrscheinlich eben nicht die richtigen.
Ha. Egal, wann man sie erwischt, ne? Sie haben immer für alles irgendwo eine Antwort parat. Schreiben sie sich das eigentlich auf so ein kleines Buch und... Nee, aber ich gehe davon einfach aus, dass das falsche Bücher waren, die ich dort gezeigt bekommen habe. Hm. Naja, wie Sie sagen, falsche Bücher. Stichpunkt. So, Ja. Was wollten Sie denn? Sie sind mir so dicht hinterhergefahren, da musste ich ja glatt mal aufs Gaspedal reden. Ja. Ich wollte einfach nur hierher und mir einen Grubber holen. Der mir was brauchen Sie denn mit dem Grubber? Zum Haare kämmen. Ja, das glaube ich. Machen Sie das noch? Nee, mach ich nicht mehr. Okay. Aber Sie haben ein Bart gestutzt, oder? Kann das sein? Sie sehen nee, einen, ich habe hab hier meinen Oberlippenbart. Mein Oberlippenbart habe ich so ein bisschen gekräuselt, ein bisschen mit Haargel und so. Ja, mal von der Seite angucken, ne? Aber nicht einfach. Nee, passt schon, alles gut. Okay. Jetzt habe ich nicht mal mehr meinen Fiat, ne? Was? Traktor. Nein, Fiat Traktor. Ach so. Ist alles weg, Naja. Konnten Sie den nicht mit rübernehmen? Nee. Das haben die alles gleich mit konfisziert, warum auch immer. Ich habe ja meinen auch mit rübergenommen hier. Ja, ich weiß schon. Aber nee, ich habe gar nichts mit rübergenommen. Ich habe gar nichts mit rübergenommen. Nee, ich habe gesagt, okay, kommt, ich mache hier einen absoluten Cut und fertig. Mhm. Naja. Das ist ja das zweite Mal jetzt schon, dass ich mir was am Aufbauen war und wieder. Ja, wieder weg. Ja, weg manchmal, manchmal trifft das einen im Leben ein bisschen härter. Aber das Sie müssen das so sehen. Sie haben jetzt ja nochmal die Chance, richtig von neu, richtig Gas zu geben. Nutzen Sie die Chance. Ja. Wissen Sie, das habe ich Ihnen damals auch schon gesagt. Ja, toll. Mhm. Aber Sie können ja einfach mal die Chance so ein bisschen nutzen. Was haben Sie denn in Elm Creek erreicht? Elm Creek? Hm? Hatte ich, ich hatte eine gut gehende, na sagen Sie es mal, Saatgutproduktion. Stimmt. Ich hatte oben meine Trauben. Ja. Da hatte ich ja einen sehr guten Deal mit dem Kai gemacht. Mhm. Kommen Sie gut klar mit dem Kai? Ja, muss ich sagen, ja, komme ich gut klar. Das passt eigentlich echt gut. Passen Sie auf, das ist ein Schlitzohr. Ich weiß schon, aber wir hatten einen sehr guten Deal, muss ich sagen. Okay. Und, ja, schade, dass bei uns kein Deal entstanden konnte. Naja, wäre ja dann gekommen, aber vielleicht. Machen Sie jetzt auch wieder Trauben, oder? Aber, ja. Der Sache bleibe ich treu, weil das hat mir einfach gefallen. Ich habe noch überlegt, ich bin ja oben im Nordwesten. Ich weiß, ich bin nicht weit weg von dir. Ach so? Ja. Wo denn da? An der Feldstraße 38. Ach, dort. Ja. Dort vorne gleich. Ja, cool. Unterhalb der Baumschule oder oberhalb der Baumschule. Ja. Na, die sind noch nicht fertig, ne? Nee. Irgendwie ja, das nicht. Ist schönes Stück Erde dort oben, muss ich sagen. Der Friedhof ist auch nicht weit. Ja. Ich frage mich, was dort produziert wird, was man dort hinbringen muss, aber okay. Kalk. Oh, das ist krass, Leute. Oh, das ist krass. Echt jetzt? Hä? Ja, mal ganz kurz, echt jetzt? Was echt jetzt? Echt Kalk? Naja, die Knochen. Hier wird alles weiterverarbeitet. Aber, nee, natürlich nicht. Und, Herr Weber, machen Sie jetzt irgendeine... Also ich muss ja sagen, die Saatgutproduktion habe ich ja hier mir auch schon wieder geholt. Okay, ja, ich habe jetzt noch keine Produktion geholt, aber ich werde wieder, das altbekannte Leid. Kalk oder was? Was? Kalk oder was? Nee, ich trinke keinen Alkohol. Kalk? Hulk! Hulk, genau. Ah, ja, ich bin Hulk, ja. Oh Gott. Nee. Steinmehl. Ja, Steinmehl. Mehl, der Stein ist, ja. Selbstverständlich. Ah, das machen Sie wieder. Ja, das will ich machen, ja. Aber, wissen Sie, ich werde ja auch nicht jünger. Ne? Momentan bin ich so ein bisschen... wie sagt man? Weiß nicht.
gesundheitlich angeschlagen. Naja, kannst ja nicht sagen. Eigentlich bin ich ja gesund, aber. Hm. Naja. Gesundheitlich gehandicapt. Desillusioniert. Ja. Ich mach gerade in meinem Leben so eine Phase durch. Wissen Sie? Alles klar. Ja. Genau. Na gut. Was sammeln Sie denn hier so um? Dann will ich sie. Naja, ich muss mal bullern. Ich muss mal klein. Klein? Ja, ich muss mal bullern. Wissen Sie? Gehen Sie mal an Ihr Traktor. Gucken Sie mal, ob Sie einen Bluttank haben. Pissen Sie da doch einfach rein. Ja, der hat einen, ja. Finger weg von meinem Traktor. Nee, ich geh mal hier hinter das Haus ganz schnell. Machen Sie das mal. Bin gleich wieder da. Ja, ja. So, fertig. Was? Fertig. Mit was? Ja, das. Was denn? Na jetzt? Gut, dann. Holon. Na dann lasse ich Sie jetzt erstmal machen, Herr Weber. Ja. Wir werden uns schon nochmal sehen, bestimmt, hä? Ja, wo, also, ich bin ja meist auf meinem Hof. Können Sie ja vorbeikommen. Ja, oder Dito, ne? Also ich komme auf alle Fälle was mal vorbei. Guck ich mir mal an. Dito heißt ebenso. Ach so, ja, das kannte ich von früher nicht. Mhm. Na gut, alles klar, ich muss erstmal, ne? Ja. Nehmen Sie mal den Hustenbonbon raus. Nein. Der ist nicht gut für Sie. Na. Sag aber gerade zu schielen. Ne. Herr Weber? Was ist denn jetzt schon wieder? Haben Sie einen Schlaganfall oder warum machen Sie jetzt nichts? Ich betrachte hier meinen Fliegelanhänger. Das ist geil. Was? Ein Fliegelanhänger. Wir können ja Flügel. Gerne in. Hä? Von mir aus auch Flügelanhänger. Ja, von mir aus auch das. So, ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier in die App gucken. Was für eine App? Na, hier vom. Ach so? Vom. Vom Händler. Mhm. Naja. Weil es hieß ja, wir dürfen noch 320, 225. Wir dürfen noch uns das raussuchen. Das, was wir brauchen. Was wir noch brauchen. So, mal gucken. Was brauche ich denn? Tiefenloggerer. So, ihr Lieben da draußen, was denken ihr? 280. Ach komm, Scheiß. Den hier fertig ist. Lämpchen. Eine Lämpchen. Herr Weber? Ja. Stehen Sie noch neben mir? Ja, Ich stehe an meinem Traktor. Was wollen Sie denn? Nix. Habe ich mir fast gedacht. Wollte nur doof rumlappen. So. Zack und zack und zack. Da fährt er. So, na gut. Rüger am Apparat. Hallo? Erik am Apparat, was geht denn ab? Ja, grüß dich. Ich hab mal eine ganz bescheidene Frage an dich. Frag mal bescheiden. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mal Felder pachte, aber dazu brauche ich ja den Bürgermeister und ich weiß halt nicht, wer das ist. Weißt du das zufällig, wer das ist? Nicht so direkt. Warum? Kann ich dir jetzt nicht ganz direkt beantworten, die Frage. Und indirekt?
Irgendwas weißt du doch, Erik. Ja, irgendwie. Kann das sein, dass... ich weiß auch nicht so richtig. Irgendwie habe ich gehört, dass du irgendwie was damit zu tun hast oder dass du das besser weißt, als ich. Ich weiß von gar nichts. Nee? Nö. Das ist aber schwierig. Dann habe ich nicht so viel Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich dachte mir, wenn das einer weiß, dann du. Nee, warum? Ich bin ja hier ganz neu. Ihr seid ja schon viel länger da als ich. Weiß ich nicht. Dachte mir so... Nee. Also ich habe nur gehört, dass du dich da irgendwie mehr auskennst als ich. Also das hörte ich so. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Muss dir jetzt mal sagen, ob das stimmt oder nicht. Ja, eigentlich nicht. Okay. Ja, vielleicht war es dann eine Fehlinformation. Kann ja sein. Ja, das kann sein. Weiß ich ja nicht. Aber das, wenn du das nicht weißt, wer dann? Das wiederum weiß ich auch nicht. kann ich dir nicht sagen, wirklich nicht. Also, ruf mal den Herrn Weber an. Ruf mal den Herrn Weber an. Der wusste ja zum Beispiel auch, was in Elm Creek passiert. Also der wusste ganz genau, was in Elm Creek passiert. Vielleicht weiß der ja hier mehr. Also das Problem ist, mit der meinem Handyvertrag... Der kleine IS-Spitzel. Also ja, das kann sein. Das kann sein, dass du ein IS-Spitzel bist, aber egal. Nee, aber, der Herr Weber. Ruf mal den Weber an. Das Problem ist aber, dass ich mit meinem aktuellen Handyvertrag nicht auf seinem Handy anrufen, weil zwei verschiedene Handynetze sind so. Ach so. Ja, und das kostet Unmengen, also... Ja, dann, dann schreiben doch mal, dass... Ja, kostet doch auch. Ich bin doch arm. Ja, ich kann ja mal anrufen und sagen, ja, er soll dich anrufen, ne? Jetzt bin ich völlig durch. Ich rufe den jetzt an und sag dem, der soll dich anrufen, okay? Und dann noch was. Könntest du mir mal bitte sagen, wann das nächste Taxi kommt? Eigentlich sogar schon in 2 Minuten. Ja, dann sag mir Bescheid, weil irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwas ist gerade ein bisschen verkehrt gelaufen. Nicht mal sogar mehr 2 Minuten. Sind sogar fast nur noch eine anderthalbe. Ja, anderthalbe Minute. Ja, aber weißt du, was zu der Verwirrung eigentlich gut passt? Was denn? Wenn nicht ich, wer dann? ja, genau. Ja, pass auf, dann legen wir jetzt auf und ich rufe den Weber schnell noch an, ne? Also bist du jetzt Bürgermeister, oder wie? Nö. Oder was? Nö, ich rufe den Weber an und frag, ob der mehr weiß. Nee, ich sag dem, der soll dich anrufen. Dann fragst du den einfach. Die Handykosten, die stelle ich dir dann wieder in Rechnung. Nee, warum denn? Wenn der dich anruft, bezahlt er's doch. Deswegen sage ich dem er soll dich anrufen. Wir sind ja hier in Deutschland, nicht in Amerika mehr. Verstehst du? Ja, aber dass ich noch meine amerikanische Nummer habe, weißt du nicht, ja? Ja, das ist doch mir egal. der bezahlt es doch, nicht ich. Und auch nicht du. Mach das nur. So, komm, leg jetzt auf. Ich sag dem das, okay? Ich leg jetzt auf, ne? Warum? Hä? Okay. Ich leg jetzt auf und ruf den an, ne? Ja, tschüss. Tschüssi.
Weber! Herr Weber, Sie sollen mal ganz dringend den Kai Krüger anrufen. Oh, das bitte. Kann ich nicht. Warum? Ich habe noch amerikanisches Netz. Das ist ein Vollpost. Was denn? Ihr macht mich schwach. Wer? Der will aber unbedingt Sie was fragen. Was will er mich denn fragen? Ne, der warum, will Sie warum ruft er mich denn nicht an? Der, na, da hat das gleiche Problem mit dem amerikanischen Netz. Der will Sie fragen, ob wer jetzt hier Bürgermeister und Ansprechpartner ist. Der Herr Dings ist Bürgermeister. Ja, der weiß ja nichts davon. Also ja, daher, das weiß der schon, der veräppelt Sie. Na gut, ist mir ja egal, von daher, ich hab's jetzt ausgerichtet. Ich mach für heute nämlich Feierabend. Ja, geht mir auch so. denn wir sind wirklich grundsätzlich schon wieder durch. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, da werde ich dann die Baumwolle untergrubbern. Dann werden wir die Trauben hinstellen und so weiter und so fort. Was denn? Die Baumwolle nicht untergrubbern. Warum denn nicht? Warum nicht? Weil ich das machen werde. Hä? Ja. Du wirst bei mir die Baumwolle untergrubbern. Nee, abernten. Ach so. Na gut, dann gucken wir mal. Vielleicht grubber ich sie ja doch unter. Bis dahin, ihr Lieben, wir sind erstmal raus. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch die Karte gefällt, die ist natürlich noch nicht ganz fertig. Ne? Also vom Entwickler her noch nicht ganz fertig, vom Modder her. Aber die Karte hat extremes Potenzial. Richtig viel Potenzial, weil es sind noch ganz viele Sachen, ja, die gerade im Bau sind und ja, die hat absolut eine Chance verdient. Bis dahin, wir sind erstmal raus. Tschüss, ciao, macht's gut.